Na? Hallo, hallo. Ah, jetzt geht's. Herzlich willkommen wahrscheinlich zum letzten Part von Senran Kagura Estival Versus. Ich habe lange genug darüber nachgedacht, ob wir nach den Shinobi Girls Up Missionen von in das Let's Play Projekt beenden. Weil nachdem gibt es ja sowieso nur den Bonusinhalt. Und ja, und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir machen den Part noch ein bisschen extra lang. Also quasi eine XXL-Folge. So zum Abschluss des Projekts. Ja. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr doch mehr hättet sehen wollen, aber naja. Sagen wir mal, es ist vorläufig der letzte Part. Ich frage mich selbst immer wieder dieselbe Frage, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich will mich nicht, dass ich mich selbst als Shinobi nicht akzeptiere, aber meine Jugend, das geht dann schon am Arsch vorbei. Ich bin immer noch technisch gesehen jung, schätze ich. Aber ja, sage ich weiterhin arbeite mit den Shinobi-Schülerinnen, fühle ich mich oder fühle ich die immer werdende Größe zwischen der Jugend und meine. Ich mache mir über das immer die ganze Saison. Und sich Sorgen zu machen ist nicht gut für die Haut. Ja moin! Da haben wir eine Bibi drin, oder was? Aber allein zu sein in diesem einsamen Raum lässt sich schon wirklich nachdenken. Ich bin müde von der Einsamkeit. Ihr sucht einen Freund oder so. Ich bin sauer mit dieser Ängstlichkeit und dieser Panik. Also was soll ich machen? Ich mache eine ein Mädelsabend, wo wir alle lachen und Spaß haben können. Und zumindest geht diese Einsamkeit weg. Aber wenn ich meine Probleme mit meinen anderen Leuten teilen kann, die im selben Boot sitzen, vielleicht können wir irgendeine Lösung dafür erhoffen. Ja, moin. Also ein Mädelsabend. Aber wir müssen in der Station Shopping District erstmal Daidouji verwirbeln. Hat sie dann Muttermal auf ihrer Brust oder was? So. Wir haben ja als Daidouji ja gegen Rin gekämpft. Und sie ist relativ schnell unterwegs. Muss man sagen. Aber ich bin auch auf ihre geheimen Ninja-Künste gespannt. Oh shit, wir sind ein bisschen daneben gegangen. Und die Verwandlung. Hat sie so eine Schutzmaske auf. Ja moin, Alter. Was hat die denn bitte für Techniken drauf?
Ja, wenn das so weitergeht, ne? Dann ist das ganze Einkaufszentrum oder die Einkaufsstraße, ist wohl eher die richtigere deutsche Übersetzung, irgendwann Schutt und Asche. Das musst du auch mal bedenken, meine Gute. Ja, moin. Okay, jetzt haben wir wenigstens ihren Spruch gehört, wenn wir Tausender kommen machen. Sind noch mehr Gegner gekommen oder was? Alter, wie die direkt abgeht, ne? Da hinten sind sie. Bin schon gespannt, was da bei dem Laden da passiert. Ah, da hinten geht's auch raus. Hallo, Daidouchi. So, Diamond Ninja Kons Nummer 1. Ach du Schande. Was war das denn bitte für eine Technik? Holy shit. Das hat sie ja fast gewonnen, hittet. Guckt euch diese Technik an! Okay, diesmal habe ich sie jetzt nicht so gut erwischt. Aber geil, wir nehmen ja kurz Nummer 2. Fuck. Das habe ich jetzt nicht gut eingesetzt, aber sie wurde trotzdem getroffen. Ah, die blockt ja gerade ab. Zurück. Au, 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 au. Ich muss mir jetzt was anderes einfallen lassen. Als ob die jetzt... Junge, geht's raus aus deiner Scheißverteidigung. Alter. Als ob. Jetzt habe ich sie. Alter. Puh. Siegespose. Toll. Okay, der nächste bitte. Ich meine die nächste bitte. Wir müssen Miyabi und Shiki besiegen. Alles klar. Jetzt frage ich mich aber, wer der finale Gegner sein wird. Uns erstmal. Aber jetzt geht's ja wieder um alles.
Eiskalt. Hat sie da gesagt. Jetzt hat sie eiskalt Eis gesagt. Das hätte jetzt sowas von null Sinn ergeben. Uiuiui. Ja. Hi. So. Erstmal schön verwandeln und dann direkt schön reinbrettern hier. Oder ist hier die Ulti schlauer? Ich meine die zweite. Machen wir es nochmal. Ja, GG. Oh, diese Technik, ne? Toll. Wir wollen ja nur Haruka. Auch lang nicht mehr gesehen, glaube ich. Ja, moin. Ach du Schande. Oh, jetzt ist es noch nerviger hier. Und jetzt sollten wir jetzt hier den Überblick behalten, oder was? Was war das denn? Das war jetzt eine interessante Combination. Ja, moin. Take that. Und du? Ach du Schande, was war das denn? Für einen Angriff, Alter. Schattenversteck oder was ist da los? Ja, freut mich auch, dich zu sehen. Oh shit, ich muss mich zuerst verwandeln. Komm, mach deine Attacke. Rin. Oder Susune. Habe ich sie jetzt aber nicht ganz sauber erwischt. Machen wir die zweite Game in die Nähe Kunst. Und nochmal. Game in die Nähe Kunst Nummer 1. Ja, das hat sie jetzt weggeblasen. Ja.
Tja. Sie haut richtig hart auf die Ömme, Alter. Aber gegen wen muss dann drin zum Schluss kämpfen? Gegen Sayori? Mirai, Murasaki und Imu. Aha. Ich glaube, sie muss gegen Ende gegen Homura antreten. Oh mein Gott. Hey, Murasaki! Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir gleich mit einem Tank zu tun haben werden. Deswegen werde ich hier erstmal ein bisschen aufräumen und hier, wir sehen im Hintergrund Colina Corona und Super Mario Sunshine. Du kommst mir hier nicht, ne? Ideale Fuck-Gegner, Alter. Die mir gerade so richtig hart auf die Nerven gehen wollen. So. Die ersten paar Gegner sehen wieder down und der nächste wird gegen Himmel geschickt. So, zur Sicherheit verwandle ich mich schon mal. Hui. Habe ich jetzt aber nicht aufgepasst. Okay. Oh. Ah, und ich werde jetzt habe ich mich umsonst jetzt hier verwandelt. Ich sehe absolut gar nichts. Oh. Der Vulkan. Darf ich irgendwas sehen oder so? Oh, wir könnten die Ulti auspacken. Komm, machen wir mal. Ach du Scheiße, Alter! Sie hat fast jeden einzelnen Gegner ausgenockt, Alter. Hi! Reicht das aus, um alle zu killen? Ach du Schande! Ah, jetzt ist auch nur noch Mirai am Leben. Aber ein kleines Kind ist doch kein Problem.
lass mich doch! Machen, Digga! Weißt du was, dann räume ich dich halt so weg. Ah, weil es so schön ist. Ah, ups. Ja, moin. Kamera. Ah, da hinten ist sie. Ich will dich schon zerstören hier. Ja, so muss das sich gehören. Wow, wir haben die Ulti. Okay, wer ist jetzt mein? Er ist jetzt mein Boxsack. Smin? Ja. Sayuri, quasi. Scheiße. Da habe ich total beschissen angefangen. Ja, gib nicht auf. Ja, moin. Wir haben jetzt 6 Schriftrollen. So. Yeah. So, und du noch, ne? Du hast was gekocht? Das ist nett, eigentlich. Ach, leck mich doch im Arsch. Aber die erste geheime Ninja-Kunst sollte eigentlich schon ordentlich Schaden machen. Diese fucking Tanks. Ah, sind leider nicht alle draufgegangen. So, das müsste es jetzt für die Tanks gewesen sein, genau. Ich muss jetzt wahrscheinlich Richtung Leuchtfeuer latschen. Ja, moin. Ich nehme mir eine Eisbombe mit. Ja, tatsächlich, beim fucking Leuchtfeuer. So, machen wir es zu Ende. どうしてじゃ。
Allein der Vogel geht schon ab. So. Nein. Ich hab's hergefroren. Obwohl ich die scheiß Bombe zu scheiße geschmissen habe. Weg da. Aber schnell. Ey. So kommst du mir jetzt hier nicht davon. Hä, wo ist das jetzt hin? Ah, da. So, dann kommst du mir hier nicht. Ah, das war jetzt vielleicht dämlich, was ich da gemacht habe. Aber das war mein Sieg. Naja, der Bildungsamt wurde offiziell storniert. Und ich habe gerade die Reservierung in meiner Lieblingsbar rausgegeben. Enttäuscht, gehe ich nach Hause. Als ich meine Haustür erreiche, leere Traurigkeit kommt über mich her. Auch wenn ich die Tür öffne, es war kein na drin, der auf mich gewartet hat. Alles, was da war, ist wieder derselbe alte, einsame Raum. Nein. Ich will nicht diese Tür öffnen. Nein, ich kann es nicht tun. Alkohol oder mich besäufen würde. Das ist ein Teufelskreis, das nur mein Haut hässlicher macht. Ja, genau, geh einfach ins Bett. Ich atme da aus und öffne das Tür. Daidoji sitzt im Schneidersitz in der Mitte des Raums. Nein, es ist nicht nur sie. Ja, wie Imo, Shiki, Mira, auch. Die ganzen Mädels, die ich hier eingeladen habe, sind hier zusammen. Ja, wie versucht ihre, keine Ahnung was es ist, zu verstecken, als sie das gesagt hat. Der Raum ist voller Süßigkeiten und Getränke. Jeder muss irgendetwas mitgenommen haben. Es ist faszinierend, wie derselbe alte Raum jetzt aussieht. Und jetzt, in diesem Moment, fühle ich keine Einsamkeit.
Ja, moin. Jo, und das war's. Vorher mit Zenran Kakura Estevel versus. Es war ein sehr, sehr zähes Projekt, muss ich schon zugeben, aber wurde trotzdem ganz gut geguckt. Hat mir auch wir selbst sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das war's. Mit Zenran Kakura Estevel versus. Dem Spiel gebe ich insgesamt 8 von 10 Punkten. Es ist eine recht solide. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao, ciao.